weiß, dass es geht, aber der Jens, der wird uns ein bisschen was erzählen, wie man das Ganze so auf die Reihe bekommt, neben dem Beruf zu traden, wie man das zeitlich ein bisschen planen kann. Ich denke, Jens, da wirst du uns gleich ein paar schöne Einblicke geben. Wir warten kurz, bis er fertig ist. Die Technik. Ich sag's. Die Technik. Warte. Ah, da steht Probleme. Ja, Probleme gibt es manchmal nicht nur im Trading, sondern auch mit der Technik. Aber wir kriegen das schon gelöst. Jetzt? Noch nicht ganz. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Das passt. Übrigens, während der Jens noch die letzte Vorbereitung macht bei Tickmill, ich mache jeden Morgen auch Live-Analysen für aktuelle Tagestrades. Jeden Morgen auf Tickmill, auf der Facebook-Seite um 8.30 Uhr gibt es da interessante Chartsituationen, wo jeder so ein bisschen Handelsideen finden kann. Wen das interessiert, einfach mal der Facebook-Seite von Tickmill ein Like geben oder auf die Website von Tickmill gehen. Da gibt es den Blog und auch die Anmeldung für diese morgendlichen kostenfreien Webinare. Also wen das interessiert, gerne dort einen Draufklick machen. Und Jens, jetzt sind wir zwei noch mal ganz kurz an der Reihe. Du bist heute hier und möchtest ein bisschen darüber sprechen, was so die Vorteile für die berufstätigen Trader im Trading sind. Da würde es mich einfach mal interessieren, wie bist du denn überhaupt zu der Fragestellung gekommen, zu sagen, ich stelle jetzt einfach mal laut in den Raum die Frage, kann man denn überhaupt arbeiten gehen und trotzdem an der Börse erfolgreich traden? Über die Jahre hinweg wurde die Frage immer wieder interessanterweise gestellt. Und was ich festgestellt habe bei mir, ist in der Tat, ich bin ja auch berufstätig. Jetzt wird jeder sagen, naja, du bist ja irgendwie Trading und Marktanalysen. Also man kennt mich ja über die Jahre auch als jemand, der dann tagtäglich sein Morning-Meeting hält. Und ich habe dann aber irgendwann festgestellt, ich komme aber gar nicht so richtig zum Traden, also so im klassischen Sinne, wie man sich das vorstellt, dass ich davor sitze und jede Candle irgendwie betrachte und dergleichen, sondern ich folge einem bestimmten Rhythmus, bin auch sehr aktiv tatsächlich am Handeln, auch Intraday-Basis, aber nichtsdestotrotz habe viele andere Baustellen offen. Also ein Buch geschrieben oder Webinar, wie gesagt, halten oder Marktanalysen verfassen und handle ja trotzdem aktiv. Und dann dachte ich mir so, berichte doch einfach mal, wie du das machst oder basierend auf welchen Grundgedanken und beantworte da die Frage von den Leuten, die hier kommt, kann ich eigentlich neben meinem Beruf traden? Geht das? Ja. Und genau das ist das, was ich auch selbst als Trader miterlebe. Der Tag ist halt mit vielen Aufgaben rundherum auch noch gehört. Das heißt, es ist so, viele, die mit dem Trading auch erst anfangen, die denken, okay, man setzt sich jetzt vom PC und tradet einfach los, aber es gibt halt noch einiges ringsrum, was man durchaus auch als Beruf betrachten kann. Das heißt, jemand, der an den Börsen sehr eng handelt, braucht natürlich auch viel Zeit für die Marktvorbereitung, für das, was wir an den Märkten handeln wollen, und das kommt schon im Beruf nahe. Aber ich persönlich komme ja auch, wie der Jens, aus einem normalen Berufsumfeld. Ich habe Bankkaufmann früher mal gelernt, der Jens, glaube ich, auch in dem Bereich. Und da hat man interessanterweise gar nichts mit Börse zu tun. Genau, das hat gar nichts mit Börse zu tun und trotzdem hat man den Weg gefunden, Geld zu verdienen. Und Jens, ich übergebe jetzt einfach mal die Show an dich und erzähl einfach mal oder gib einfach mal eine Antwort auf die Frage, Trading und Beruf zusammen, geht das? Wir wissen ja schon, es geht, und jetzt werden wir sehen, wie es gehen kann. Danke, Jens. Auf geht's. Also, bevor ich aber anfange, der Risikohinweis. Warum der Risikohinweis? Tickmill, vollregulierter Broker. Das bedeutet also, alles, was ich heute hier thematisiere, Märkte sind geschlossen, deswegen gibt es keine Anlageempfehlungen oder sonst dergleichen. Aber nichtsdestotrotz hat rein informativen Charakter. Ja? Also das ist nicht in irgendeiner Form dahingehend zu verstehen, dass es Anlageempfehlungen oder sonst dergleichen sind. Wobei natürlich das, was ich hier thematisieren werde, als Grundlage durchaus dienen könnte, wie man dann in diesem Zusammenhang, wie gesagt, Beruf und Trading zum Beispiel zusammenbringen könnte. Auch hier, das bin ich. Ich denke aber nicht, dass es nötig ist, jetzt zu meiner Person groß was zu erzählen. Also wer dazu was wissen möchte, schicke mir gerne in die E-Mail, dann schicke ich den Link zu meiner Vita. Es ist nicht so spektakulär. Das Spektakulärste eventuell ist noch, ich sitze in Berlin. Also wenn irgendjemand jetzt aus der Hauptstadt hier ist, Currywurst geht auf mich. So, also berufstätig und Trader sein, geht das überhaupt? Probleme. Das war gerade die Slide, die schon offen war, auf die der Mike auch verwiesen hatte. Und Probleme, denen wir uns gegenüber sehen als Berufstätige, ist erstens, ich kann nicht die ganze Zeit aufmerksam vorm Rechner sitzen. Das ist ja auch das, was sich grundsätzlich so, glaube ich, etabliert, dass man denkt, Trader, professionelle Trader ganz besonders, sitzen den ganzen Tag vor blinkenden Schirmen und warten darauf, dass eben dann in irgendeiner Form sich eine Handelsgelegenheit gibt, die dann umgesetzt werden kann. Das muss nicht so sein. Es kann so sein, besonders wenn das ein aktiver Handelsstil ist. Nichtsdestotrotz, es muss nicht so sein. Es ist aber definitiv ein Problem, welches
zu berücksichtigen ist, was, wie gesagt, die Frage aufwirft, kann das überhaupt funktionieren? Das ist der erste. Trade Management, ganz besonders, wenn ich diskretionär agiere, das ist natürlich eine Hauptkomponente. Also was meine ich mit diskretionärem Trade Management? Das bedeutet im Endeffekt, wenn ich jetzt einen Trade eingehe, der erfordert, oder das Setup, was ich handle, erfordert, dass ich den Stop kontinuierlich nachziehe, also sogar einen Trading Stop mich bediene, dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich nicht davor sitze, kann ich das auch nicht tun. Logischerweise. Ja? Das Gleiche gilt natürlich jetzt nicht nur im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Trade oder dem Stop-Management, sondern auch mit dem Einstieg in die Position. Also wenn es erfordert, dass ich davor sitze, auf den Knopf drücke, logischerweise kann das nicht funktionieren. Ganz wichtig ist allerdings auch Folgendes, und zwar die Kontinuität oder die Konsistenz im Trading, die essentiell ist. Was meine ich damit? Ich habe hier geschrieben, Überlegung, man lässt ein Signal aus, welches den Ansatz für den Tag, die Woche, den Monat oder dergleichen profitabel werden lässt. Die Sache ist jene, die Überlegung ist nicht selten so, dass man sagt, naja, ich gehe jetzt einem Job nach, sagen wir mal klassisch von 9 to 5, also morgens um 9 bin ich im Büro und dann bis abends um 5. So, eine Idee wäre jetzt, naja, dann sind aber doch noch die US-Märkte offen. Also US-Handelseröffnung ist um 15.30 Uhr bis 22 Uhr, da kann ich ja dann aktiv die US-Märkte traden. Oder auch ein gern genommenes Argument im Zusammenhang mit dem Devisenhandel. 24 Stunden am Tag möglich, 5 Tage die Woche, coole Sache. Dann kann ich folglich auch was machen? Naja, handeln in der Zeit, in der ich eben nicht im Büro sitze. Oder es sagt jemand, naja, ich habe ja morgens zwischen 8 bis 9 so ein Fenster, in dem kann man ja handeln. Weil zum Beispiel im DAX, also der DAX hat jetzt dahingehend eine Veränderung erfahren, dass er eben ab 2 Uhr nachts handelbar ist schon bereits, aber es gab eine Zeit, der eine oder andere erinnert sich, FDAX, Future DAX, der hatte morgens um 8 Uhr aufgemacht. Kasse, Xetra DAX, dann ab 9. Und dieses Zeitfenster zwischen 8 und 9, besonders in dem Zeitalter von Smartphones und Trading-Apps, da kann man doch irgendwelche Handelsstrategien vielleicht traden, wo der DAX ausgehend von der Eröffnung um 8 zurück tradet, nachdem er kurz weggestoßen ist, zu dieser Eröffnung zum Xetra Open. Also setze ich dann im Grunde genommen auf dem Weg zur Arbeit, sitze ich mit meinem Smartphone irgendwie im Bus, in der U-Bahn oder sonst wo und tippe dann darauf rum, kann das auch handeln. Worauf will ich hinaus bei dieser ganzen... Das zieht so ein bisschen, ne? Der Ton irgendwie schallt das, gefühlt. Aber vielleicht liegt das an mir? Ist okay, ja? Also irgendwie, das rauscht nämlich so bei mir. Okay, perfekt. Also, worauf ich hinaus will, Kontinuität, Konsistenz. Ich habe das relativ einfach auch mal so formuliert. Nehmen wir mal einen Studenten zum Beispiel, der sagt, ich möchte mir neben meinem Studium ein bisschen was mit Trading daneben dazu verdienen. Und so ein Studium, das kann ja durchaus so organisiert sein, dass ich zum Beispiel unifreie Tage habe. Und wo andere Leute dann oder andere Studenten zum Beispiel arbeiten gehen, klassisch bei Aldi Regale einräumen oder irgendwo im Callcenter oder sonst dergleichen, kann ich ja als Trader dann stattdessen am Desk sitzen und kann traden. So sagen wir mal jeden Dienstag und Mittwoch, da habe ich halt unifrei. Montag, Donnerstag, Freitag gehe ich eben zur Uni. Das Problem bei der Herangehensweise ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Handelsansatz habe, der erfordert, dass ich jeden Tag jenes Handelssignal umsetze, dann sage ich jeder Tag und nicht nur Dienstag und Mittwoch oder XYZ. Und genau das ist mit Kontinuität und Konsistenz gemeint. Das bedeutet also etwas anders formuliert. Wenn ich einem Beruf nachgehe und ich habe dann an Tag XYZ mal keine Zeit, aus beruflicher Perspektive, familiärer Perspektive, was auch immer, also man kann es ersetzen, beliebig, dann kann das sein, dass mein Trading hierdurch nicht mehr profitabel wird. Die Strategie als solche, die ich umsetze, kann profitabel sein, aber durch die mangelnde Kontinuität in diesem Ansatz ist das Gesamtergebnis eben nicht mehr profitabel. Also einfach übertragen, es kann auch sein, nehmen wir mal ein Fitnessstudio oder anders formuliert. Ich gehe ins Fitnessstudio und sage, ich möchte mir jetzt zum nächsten Sommer, möchte ich mir gerne ein Sixpack antrainieren. Das ist ja ein löbliches Ziel und ich kann dann auch immer kontinuierlich vielleicht zum Training gehen. Nur das Problem bei der Sache ist, vieles fängt ja bekanntlich mit der Ernährung an. Und wenn ich mir nach jedem Training einen Milchshake gönne, dann ist dieses Ziel eventuell nicht mehr ganz so einfach erreichbar. Genau auch das ist mit Konsistenz und mit einem dann einhergehend hier mit Lebensstil zum Beispiel gemeint. Das kann man also beliebig ersetzen und plötzlich wird klar, wie schwierig es sein kann, berufstätig und Trading zu verbinden. Wobei das auch Chancen beinhaltet. Denn es kann ja durchaus sein, dass der Handelsansatz, den ich umsetze, mit dem Berufsumfeld, auch im familiären Umfeld oder sonst dergleichen, korrespondiert.
passiert. Also das heißt zum Beispiel, dass ich eine Handelsstrategie verfolge, die tatsächlich just am Dienstag und Mittwoch gehandelt werden sollte und eben nicht an den übrigen Tagen, weil genau diese übrigen Tage dann dazu beitragen, dass mein Handel unprofitabel würde. Im Fachjargon nennt man das Filter über den Handelsansatz legen. Und genau da sehen wir ja, wo es hin dann unterm Strich läuft. Wir suchen also einen Handelsansatz, der genau das erfüllt. Das heißt, Trading und Beruf in Einklang bringt. Das ist die Lösung. Also, zum Beispiel zwecks der Herangehensweise, Handelssignale umzusetzen, sei es jetzt in den Markt rein oder auch aus dem Markt rauszukommen. Es ist zum Beispiel so, dass man Trading automatisieren könnte, mittels eines EAs zum Beispiel. Anders formuliert, es gibt einen Handelsansatz, bezogen zum Beispiel auf die US-Markteröffnung, um das jetzt mal ein praktisches Beispiel zu bringen, der mit einem sogenannten Timestop arbeitet. Also in meinem Fall, das ist ein Breakout, ein klassischer Open-Range-Breakout auf die US-Markteröffnung, auf den S&P. Und der Handelsansatz, da stellte sich natürlich bei der Formulierung die Frage, soll ich mit einem vorgefertigten Take-Profit-Level arbeiten, also Gewinnmitnahme-Level, was ich dann automatisiert damit reingebe. Und das hat sich herausgestellt, es ist tatsächlich langfristig, über ein sehr langes Zeitintervall, 10 Jahre, Backtest, also den Test, Handelsansatz zurückgetestet, egal, ob ich mit so einem Gewinnmitnahmelevel arbeite oder ob ich um 21.50 Uhr einfach das System manuell schließe. Jetzt vorausgesetzt an dieser Stelle, dass der Trade nicht vorhin in den Stop gelaufen wäre. Das heißt, etwas anders formuliert, langgezogene Trendbewegungen, die zum Beispiel über den Tag stattfinden, kann man so optimal kapitalisieren und die sorgen unterm Strich dafür, dass der Ansatz, dieser S&P Breakout-Ansatz, tatsächlich dann profitabel wird. Das heißt also, etwas anders formuliert, was ich machen kann, ist, ich automatisiere diese Herangehensweise und ich muss auch gar nicht mehr davor sitzen. Also in dem Fall hieße das jetzt nichts anderes, wenn ich das diskretionär umsetzte. Ich müsste bis 21.50 Uhr vorm Rechner sitzen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen Trader werden und Sie wollen unter anderem deswegen Trader werden, weil das ja so viel Flexibilität nach sich zieht. Man kann im Grunde genommen ja arbeiten, wann man will. Ja, offensichtlich nicht ganz. Wenn ich bis um 21.50 Uhr vorm PC setzen muss, dann ist das nicht zwangsläufig gewährleistet, dass ich diese Flexibilität habe. Das kann durchaus auch Lebensqualitätseinbußen nach sich ziehen. Bedeutet also, anders formuliert, die Lösung ist, es zu automatisieren und dann habe ich da noch einen zweiten Begriff gewählt, also nicht nur EA für Expert Advisor stehen, sondern VPS, das ist sogenannter Virtual Private Server. Das ist so eine sogenannte Remote-Verbindung. Das bedeutet, also Anbieter wie Strato oder sowas, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, das ist wie ein Computer, der virtuell läuft. Und zwar fortwährend, die ganze Zeit. Das heißt, wenn wir jetzt mal den MetaTrader nehmen als Beispiel, dann ist nötig, dass der kontinuierlich läuft. Stichwort Konsistenz, Kontinuität. Das bedeutet also, etwas anders formuliert, wenn ich den ausmache, also PC, Laptop, was auch immer, runterfahre, dann ist der MetaTrader aus. Ist der aus, werden Handelssignale nicht mehr umgesetzt. Das bedeutet, ich muss auch hier aus technischer Perspektive eine Grundlage schaffen, wonach gewährleistet ist, dass der kontinuierlich umgesetzt wird, der Handelsansatz. Und das wird gewährleistet über solche VPS-Lösungen, Virtual Private Server Solutions oder Lösungen. Und das bedeutet also etwas anders. Ich habe den Handelsansatz automatisiert, ich habe diese externe Lösung, diese Remote-Verbindung. Ja. Und dann habe ich eine Vollautomatisierung erreicht an dieser Stelle, die es mir möglich macht, Trading und Beruf miteinander zu verbinden. Setzt natürlich voraus, dann sind wir, also das ist jetzt nur die technische Komponente, dass ich dazu überhaupt in der Lage bin. Also das bedeutet anders formuliert, wenn ich mental nicht in der Lage bin, diese Verantwortung abzugeben, wobei Verantwortung im Trading sowieso ein bisschen schwierig ist, weil im Endeffekt entscheidet der Markt, ob er drauf oder runter geht. Das entscheiden nicht wir. Das bedeutet etwas anderes. Wenn ich nicht der Typ bin, der diese Verantwortung, diese Kontrolle abgeben kann, kann es sein, dass ich mit dieser Vollautomatisierung nicht wirklich warm werde und gut funktioniere. Dann würde ich einen Psychologen aufsuchen, der das eventuell löst, dieses Problem. Eine andere Lösung habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, das sollte man berücksichtigen. Das kann Schwierigkeiten darstellen. Ich habe jetzt in dem Sommer noch mal ganz kurz erklärt, wer weiß denn nicht, was ein Expert Advisor ist? Alle wissen das? Das ist ja cool. Dann muss ich das ja nur vorlesen. Also ein Expert Advisor ist ein in MQL, das ist eine spezielle Programmiersprache, sehr stark angelehnt an zum Beispiel C,
ein in MQL für den MT4 oder auch, ich habe jetzt nicht nur auf MT4 bezogen, auch den MT5, da auch dort ist es möglich, ein geschriebenes Programm, welches eben automatisch Positionen öffnet und schließt und Trades folglich managen kann. Also man kann dort mit entsprechenden Programmierkenntnissen nicht nur sogenannte Make-or-Break-Ansätze formulieren, die sagen, okay, ich habe hier einen Stop und da ist mein Take-Profit-Level, sondern zum Beispiel auch sogenannte Trailing-Stops mit einbauen. Das heißt also, der Stop wird dann automatisch nachgezogen und ermöglicht an der Stelle nochmal eine weitere Individualisierung eben tatsächlich, die nicht erfordert, dass man die ganze Zeit vor dem Rechner sitzt. Weitere Vorteile sind, es gibt zum Beispiel kaum, deswegen muss ich das so formulieren, es ist nicht nur, es sind keine Emotionen da, sondern kaum, weil, wie gesagt, diese Verantwortungskomponente, also diese Verantwortung abzugeben an einen Algorithmus, der das automatisch umsetzt, kann trotzdem zu emotionalen Ungleichgewichten führen, so bezeichne ich das mal. Aber es gibt eben sehr wenige bis eben teilweise sogar gar keine Emotionen im Trading. Also ich sitze nicht davor und habe plötzlich das Gefühl, ja, jetzt muss ich aber hier auf jeden Fall intervenieren. Ich will an der Stelle ganz kurz Folgendes sagen. Das ist der Vorteil wiederum an meiner Position. Also als jemand, der kontinuierlich den Markt eben beobachten kann. Ich gestehe mir dieses Recht zu, dass ich intervenieren darf. Allerdings bin ich mir natürlich hinsichtlich der sogenannten kognitiven Verzerrungen, denen man sich ausgesetzt sieht im Trading, bin ich mir derer durchaus bewusst. Was meine ich mit diesen kognitiven Verzerrungen? Dass ich zum Beispiel eine emotionsbasierte Entscheidung treffe, ausgehend von der Überlegung, das habe ich schon mal so gesehen und deswegen treffe ich die Entscheidung. Das Problem dabei ist, dass ich da bei dieser Aussage, auch wenn ich es vielleicht in ähnlicher Form schon mal am Markt gesehen habe, keine statistische Signifikanz habe. Wie umgehe ich dieses Problem? Ich dokumentiere das. Also das heißt, anders formuliert, ich habe im übertragenen Sinne zwei Konten. Ich habe ein Handelskonto, das ich real umsetze und ich habe ein zweites Konto, wo ich es Demo laufen lasse. Und dann nenne ich das eine mein diskretionär basisstrategieorientiertes Trading, wie auch immer. Und das zweite ist mein reines Basistrading. Also anders, ich habe einen Algorithmus, den lasse ich einfach durchlaufen auf diesem Demo-Konto und habe mein zweites live real gehandeltes Konto, bei dem ich interveniere. Und am Ende des Tages mache ich einen Strich und gucke einfach, zu was hat das jetzt geführt, dass ich dort interveniert bin, dass ich also in den Handelsansatz reingefuscht habe, um es jetzt mal ganz plump zu sagen. Sollte das Ergebnis durch mich verursacht besser sein, dokumentiere ich das. Sollte es schlechter sein, dokumentiere ich das auch. Und nach X, also die Zeit ist, sagen wir, nach einem Monat spätestens, würde ich dann mal gucken, was hat denn dann jetzt mein Intervenieren gebracht? War es positiv oder war es negativ? Habe ich das System verbessert, steht bei den Interventionen ein Plus. Also das bedeutet, das Gesamtergebnis im Vergleich zur Basisstrategie, das, was ich real erhandelt habe, zur Basisstrategie ist besser. Dann mach weiter damit. Also vorausgesetzt, es ist duplizierbar. Es hat nicht einfach nur, es war ein Gefühl, wobei natürlich ein Gefühl, was ich immer wiederholt aufrufe und wo ich nicht genau definieren kann, warum, was aber trotzdem vorhanden ist, es ist ein positives Gefühl oder eine positive Emotion, der ich folge. Das bedeutet, oder ich formuliere es mal um, jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, so, wie soll denn das gehen? Wie kann denn eine Reaktion oder eine Aktion erfolgen, die ich nicht erklären kann? Das bezeichnet man als unbewusste Kompetenz. Also das, was im Grunde genommen im Kern, also was mir in Fleisch und Blut übergegangen ist und was extrem schwer ist, dann zu erklären, Außenstehenden. Es ist einfach da. Es ist einfach da. Es ist ein Gefühl, das hast du, es ist ein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl per se hat schon keine statistische Signifikanz. Aber wenn das Bauchgefühl immer wiederkehrt und du es auch dokumentiert hast entsprechend, dann ist es offensichtlich etwas, worauf du dich verlassen kannst. Es ist ein Gefühl, welches positiv ist. Sollte sich das ändern, wirst du auch das sehen. Denn dann wird aus dem Plus am Ende ein Minus. Dann verschlimmbesserst du das System, dann solltest du es lassen. Handel einfach die Basisstrategie. Lass die Finger weg und gut ist. Das setzt aber nochmal natürlich voraus, dass du auch davor sitzt. Das ist nichts, was wir jetzt hier, also das haben wir vorher ausgeschlossen. Wir haben die Möglichkeit nicht, da wir berufstätig eben tatsächlich sind. Nur, dass man aber eine Idee dafür bekommt, welche Möglichkeiten bestehen, hier trotzdem zu intervenieren und das dennoch zu dokumentieren. Dann haben wir natürlich eine schnellere und fehlerfreie Umsetzung von Trades. Also vorausgesetzt natürlich, dass der EA korrekt programmiert ist und dann auch eingestellt ist. Das bedeutet, ich habe jetzt nicht diese Situation, wo ich zum Beispiel auf 5-Minuten-Basis allmorgendlich zur Handelseröffnung meine Order in den Markt geben muss und dann erstmal Positionsgröße berechnen. Dann muss ich den Stop setzen, dann muss ich das Take-Profit-Level ein und so weiter und so weiter und so weiter. Sondern das passiert alles Klick und dann ist die Order im Markt. Alles automatisiert innerhalb von einer Sekunde. Das reduziert natürlich auch die Fehler, die damit einhergehen. Wem ist schon mal passiert, dass er eine Order eingegeben hat und sie sagte, oh, da habe ich ein Komma vergessen? Niemandem, keiner tradet. Sie müssen mitmachen. Interaktion. Das ist wie ein Bewerbungsgespräch. Tickmill soll mich doch im nächsten Jahr buchen. Machen Sie mit.
Humor haben sie auch nicht. Na gut. Also, Anpassungen, beziehungsweise später noch vorzustellender Wohlerfaktor, können entspannt vor bzw. nach der Arbeit getätigt werden. Das bedeutet, etwas anders formuliert, Volatilität ist ein ganz wesentlicher Faktor im Trading. Ja, also logischerweise die Schwankungsintensität. Und nun ist es so, dass eben über diesen Wohlerfaktor, den ich einstellen kann, dem vorgestellten noch vorzustellenden Handelsansatz, dass eben die Möglichkeit besteht, dass ich ausgehend von ansteigender Volatilität zum Beispiel sage, ich werde bei jetzt erfolgenden Trade-Signalen zum Beispiel mit einer weiteren Stop-Weite arbeiten. Also das heißt, ich arbeite dann mit einem sogenannten Wohlerfaktor, mit dem Multiplikator, mit dem ich dann arbeiten möchte an dieser Stelle. Das kann man sich aber vielleicht nicht so gut vorstellen, deswegen, ich werde es jetzt gleich hier vorstellen in Folge einer Strategie, die wir aber noch nicht jetzt erarbeiten, sondern erstmal eine Checkliste, die wir durchgehen wollen. Es ist ganz interessant, diese Checkliste, die wird von den wenigsten wirklich durchgegangen. Zum Beispiel, welchen Markt plane ich zu handeln? Ich komme aber gleich auch zur zweiten Frage schon in diesem Zusammenhang, den man sich stellen soll. Das sind 7 Fragen, die ich mir immer stellen würde, bevor ich eine Handelsstrategie für mich plane zu erstellen. Welches Produkt plane ich denn überhaupt zu traden? Ich meine im Zusammenhang mit Produkt jetzt nicht, ob ich einen Euro-US-Dollar dergleichen trade. Das ist im Kern eigentlich durch die erste Frage beantwortet. Wenn ich sage, welcher Markt, dann spreche ich von Devisen, von Aktien, Aktienindizes, von Rohstoffen, von Edelmetallen und dergleichen. Im Falle von Produkt spreche ich von CFDs, von Futures, von Optionen, von Knockout-Produkten, von physischen Aktien. Etwas konkreter formuliert, mal angenommen, ich weiß über mich selbst, und deswegen spielt das auch, wer bin ich, diese Frage, eine ganz wesentliche Rolle. Mal angenommen, ich bin jemand, der sehr verlustavers ist. Oder der, also verlustavers bedeutet, dass ich Verluste signifikant höher gewichte, als ich Gewinne in gleicher Höhe zu wertschätzen weiß. Oder ich bin jemand, der bei schnellen Marktbewegungen und stark gehebelten Produkten nervös wird. Also eine Tendenz wird wie heißt denn das Wort? Ja, nervös halt zu werden. Also so, nicht zu zucken oder so, sondern aber also ein extrem mentales Ungleichgewicht, eine mentale Instabilität einfach zu verspüren. Wenn ich das weiß von mir, dann sind eventuell Knockout-Produkte für mich nicht geeignet. Also hochgehebelte Knockout-Produkte. Es kann durchaus sein, dass die für mich nicht geeignet sind. Das Gleiche gilt auch, es gibt zeitliche und preisliche Beschränkungen. Was meine ich denn damit? Optionen zum Beispiel sind zeitlich und preislich beschränkt. Optionen haben einen Verfall. Und zwar irgendwann, gestern zum Beispiel war ein kleiner Verfall auf DAX-Optionen, sind die nicht mehr handelbar. Und sie haben auch eventuelle preisliche Komponente, oder nicht nur eventuell, sondern definitiv sogar, nämlich einen sogenannten Strike oder einen Basispreis. Basispreis bedeutet, der Markt muss zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft über oder unter, je nachdem, ob ich einen Call oder einen Put habe, über oder unter diesem Basispreis handeln. Das kann mich mental durchaus beeinflussen, behaupte ich mal. Denn wenn ein bestimmtes Szenario in der Zukunft erreicht werden muss und ich das mit einem nicht unwesentlichen Teil meines zur Verfügung stehenden Handelskapitals umsetze, dann sorgt das für entsprechende mentale Instabilitäten, denen ich mich ausgesetzt sehe. Wenn ich weiß, dass ich das nicht bin oder dass ich damit Schwierigkeiten habe, dann sind weder Knockout-Produkte, hochgehebelte Knockout-Produkte schon gar nicht, irgendwelche Turbo-Zertifikate, Optionen, binäre Optionen gibt es glücklicherweise nicht mehr, sind für mich einfach nicht geeignet. Binäre wären sowieso nie gewesen. Sie sind für mich nicht geeignet als Produkt. Wenn ich jetzt aber jemandem folge in einer Trading-Community und der ist angeblich, ich weiß es ja nicht, aber ich gehe davon jetzt mal dann aus, bei diesem Verfolgen diesesjenigen, welchen in dieser Trading-Community, der ist angeblich hoch erfolgreich und handelt, sagen wir mal, solche hochgehebelten Knockout-Produkte und ich folge dem, na, dann ist er eventuell gar nicht der Richtige für mich zum Folgen. Nicht nur, weil ich nicht weiß, ob der profitabel ist am Markt, sei er es, dann ist es trotzdem für mich nicht möglich umzusetzen. Warum? Ja, weil ich das nicht bin. Weil ich mental gar nicht in der Lage bin, dieses Knockout-Produkt zu handeln und sich das eventuell auf andere Produkte gar nicht duplizieren lässt. Das bedeutet also etwas anders formuliert, ich muss mich selbst sehr gut kennen, um diese Frage für mich adäquat beantworten zu können, um dann das entsprechende Produkt eben zu wählen. Zum Beispiel preisliche, zeitliche Beschränkungen. Wie kann ich das umgehen? Physische Aktien handeln. Oder sogenannte Continuous CFDs nennt man das auch. Das heißt also auf den DAX zum Beispiel gelegte Kontrakte, die nicht verfallen. Also das heißt, die fortwährend durchlaufen und keinen Verfallstermin haben, nicht an irgendwelche preislichen Komponenten gebunden ist. Welchen Handelsansatz plane ich umzusetzen? Zum Beispiel auch so eine Frage, wer bin ich denn? Ich mache immer dieses gerne genommene Beispiel, dass ich sage, nun, ich persönlich bin ein sogenannter Grinder. Das heißt, ich setze mich hin und ich habe ein Problem. Und ich arbeite an dem Problem so lange, bis ich eine Lösung gefunden habe.
So, wenn ich das bin, dann bin ich zum Beispiel, beziehungsweise ich muss weitersprechen. Also, ich habe dieses Problem vor mir, ich löse dieses Problem über einen langen Zeitraum und ich weiß, wenn ich irgendwann einen Durchbruch habe bei der Lösung dieses Problems, dann läuft es, in Anführungsstrichen. Also dann nehme ich ausgehend hiervon Momentum auf und bin in der Lage, sehr, sehr gut, das dann auch in anderen Lebensbereichen oder sich auf andere Lebensbereiche auswirkend wahrzunehmen. Das ist quasi auch eine Handelsstrategie, die wir kennen, nämlich sogenannte Breakout-Ansätze, die nämlich genau darauf abzielen. Es gibt Ranges, in denen tradet der Markt eine ganze Weile und dann kommt der Ausbruch, nach oben oder nach unten. Und dann nimmt der Markt Momentum auf. Zumindest das ist das, worauf wir spekulieren, vorausgesetzt, es ist kein Fehlausbruch und so weiter. Heißt etwas anders übertragen, damit werde ich wahrscheinlich gut korrespondieren. Ich funktioniere damit gut. Warum? Weil ich es von mir kenne und ich weiß, es funktioniert für mich in meinem Leben. Während andere Leute auf solche Breakout-Ansätze eventuell gar nicht funktionieren können, weil sie sind ein anderes Naturell. Momentum, Menschen oder wie auch immer, dynamisch. Genau da findet sich dann die Beantwortung der Frage, welchen Handelsansatz plane ich umzusetzen. Also Trendansätze, Breakout-Ansätze, Range-gebundener Handel, bin ich per se ein Grinder, ich will gar keine Ausbrüche sehen und dergleichen. Dann die nächste Frage, welche Zeitebene plane ich zu traden? Ganz plump formuliert, nochmal, wenn ich berufstätig bin, zurückkommend auf die übergeordnete Frage, wenn ich berufstätig bin, dann ist eventuell ein Handelsansatz auf Intraday-Basis, 5-Minuten-Ebene zur Markteröffnung für mich denkbar ungeeignet, wenn ich weiß, ich bin in einem Unternehmen tätig, wo morgens einfach um 9 oder um 10 Uhr ein Meeting stattfindet. Wenn ich dann die Markteröffnung im DAX zwischen 9 und 10 handeln möchte, auf 5-Minuten-Basis, dann bin ich, ich habe Schwierigkeiten damit. Vor allem auch vielleicht den Umstehenden zu erklären, was ich da mache mit diesem Rumgeblinke auf dem Monitor oder mit meiner Smartphone oder sonst dergleichen. Das bedeutet, die Zeitebene spielt in diesem Zusammenhang auch eine Rolle im Zusammenhang mit meinem übergeordneten Leben. Und es sollte so sein, ich habe mein Leben und passe mein Trading dem Leben an und nicht ich habe Trading und passe mein Leben darauf an. Das kann denkbar ungünstige Auswirkungen eben tatsächlich haben, den ich mich vor kurzem übrigens in einem Blogartikel, ohne jetzt zu sehr auf die Details zu gehen, gewidmet habe. Wie schaut die Handelslogik insgesamt aus? Hatten wir das nicht irgendwie schon mal formuliert gehabt mit dem Handelsansatz, den wir planen oder Zeitebene? Nicht wirklich. Also bei der Handelslogik geht es um rein technische Aspekte. Bedeutet also etwas anders formuliert, wie komme ich rein in den Markt, wie komme ich raus aus dem Markt, Gewinnmitnahmelevel und dergleichen. Dann die Frage natürlich, wie die Ergebnisse meines Backtests ausschauen. All das gilt es entsprechend in eine Form zu gießen und dann natürlich zu testen. Hat das funktioniert? Das ist wie das Formulieren eines Geschäftsmodells. Ich habe eine Idee und diese Idee, die versuche ich entsprechend dann umzusetzen. Meine Idee ist zum Beispiel, ich verkaufe Eis am Strand im Sommer. Das ist wahrscheinlich ein profitables Geschäftsmodell. Vorausgesetzt, es ist auf einem vernünftigen Fundament gebaut, also finanziellen Fundament vor allem. Auch ausgehend von der entsprechenden Marktanalyse, die ich betrieben habe. Wie viele Konkurrenten habe ich denn? Denn die Idee, dass es eine gute ist, Eis am Strand im Sommer zu verkaufen, haben sicherlich noch 2, 3 andere. So. Bedeutet also, ich muss das auch dann entsprechend backtesten. Entsprechende Risikoparameter vorausgesetzt, die auch übrigens wieder mit meiner Person korrespondieren. Wenn ich zum Beispiel einen Handelsansatz habe, ich werde ein bisschen technischer, aber nur um eine Idee zu geben, wenn ich einen Handelsansatz habe, von dem ich ausgehend von meinem Backtest weiß, dass ich zum Beispiel nach dem sogenannten Value at Risk, das ist eine Risikokomponente aus der Statistik, anders gesprochen, Value at Risk von 5% zum Beispiel sagt, dass ich theoretisch in einem von 20 Monaten rein statistisch ein Verlust, auch Gewinn, ist normal verteilt, da sind wir bei Märkten schon mal ein bisschen ein Problem, ein Verlust von 5% erleiden werde und ich weiß, das werde ich nicht gut verkraften können, dann muss ich versuchen, mein Value at Risk runterzubekommen oder den Handelsansatz zu wechseln. Gehen wir jetzt mal davon aus, der Handelsansatz passt gut mit mir zusammen. Bedeutet anders formuliert, wenn ich mit diesen 5% nicht gut funktioniere, habe ich schon das erste Feedback, die ursprünglich gewählte Positionsgröße, sagen wir von 0,5% ist eventuell schon zu viel. 0,3% ist für mich angemessener, um damit gut zu funktionieren. Und dann kommen, und da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage, also die beiden verschmolzen jetzt gerade miteinander, welche Rückschlüsse lassen sich daraus ziehen? Also zum Beispiel, wie sieht es mit dem Value at Risk, mit den Risikokomponenten aus? Wie sehen zum Beispiel Drawdown-Phasen aus, die ich durchlaufen habe und dergleichen? Das sind ganz wesentliche Informationen, die ich habe, denn ich weiß ja auch, was ich erwarten darf. Das ist irgendwas ganz Wesentliches. Wenn ich mein Trading angehe und davon ausgehe, ich werde niemals einen Verlust-Trade haben oder es wird niemals zu einer Serie von mehr als 5 Verlust-Trades kommen und ich nehme diese ganzen Ergebnisse aus meinem Backtest und stecke die in den sogenannten Monte-Carlo-Simulator, den ich mal durchlaufen lasse, wo ich einfach mal 15 verschiedene Anordnungen von Gewinn- und Verlust-Trades habe,
habe. Und da steht dann drin, ich habe ausgehend von meiner Trefferquote, früher oder später, und das ist garantiert, ich habe eine ich habe dann eine Verlustserie, eine Serie von Verlusttrades von, sagen wir mal, 15 in Folge. Na, dann kann ich noch so darauf erpicht sein, dass in meinem Backtest ja nur 5 Verlusttrades in Folge waren. Die Mathematik, die lässt sich an der Stelle nicht umstoßen. Es wird diese Serie kommen. Ich muss nur lange genug traden und dann wird es 15 Verluste in Folge geben. Wenn ich das vorher weiß, dann ist das insofern ganz gut, als dass ich eben sagen kann, ich werde jetzt nicht nervös, wenn ich plötzlich 6-7 Verlusttrades habe. Da kann durchaus noch was kommen. Ich weiß das ja aus meinem Test. Wenn ich das nicht weiß und nicht erwarte, werde ich eventuell emotional. Und genau diese Emotionalität ist dann das, was mich dazu bringen wird, von der Strategie, vom ursprünglichen Plan abzuwandern oder abzuweichen. Weichen. So. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt erstellen wir mal spaßhalber eine Handelsstrategie. Und zwar eine, die sich genau an dieser ursprünglichen Frage, nämlich der Berufstätigkeit, widmet. Die wird nämlich umgesetzt dann auf Stundenbasis. Also das heißt eine etwas höhere Zeitebene. Wir beantworten jetzt hintereinander weg einfach folgende Fragen. Nämlich, welchen Markt planen wir zu handeln? Wir handeln den Devisenmarkt und hier handeln wir den Euro-US-Dollar. Das bedeutet, Marktbreite und auch Markttiefe sind dahingehend interessant, weil nämlich der Ansatz skalierbar wird. Also das heißt, wir können den Backtest folgen, richtig mit, sagen wir mal, einem, 4, 5 Mikrolots machen, also 1000 Einheiten, können aber zum Beispiel da eine 0 oder auch 2 Nullen dranhängen und das Ganze dann mit 4, 5 Lots traden. Abhängig natürlich von der Positionsgröße des der insgesamten Größe des Handelskontos. Also jemand, der ein 5000 Euro Konto hat, sollte keine 4 Lots traden. Mal ganz zu schweigen davon, dass es eventuell nicht emotional, sondern auch margintechnisch eine Schwierigkeit geben könnte, besonders nach der ESMA-Entscheidung. Also das meine ich mit skalierbar. Wir handeln also FX und hier den Euro-US-Dollar. Dann die Frage, welches Produkt planen wir zu traden? Wir handeln einen Spot FX. Das bedeutet, wir haben einen fortlaufenden Handel, der gewährleistet ist, ohne Verfallstermin und wir haben auch keine Handelszeitbeschränkung, jetzt mit Ausnahme natürlich des Wochenendes, welches dazwischen liegt. Welchen Handelsansatz planen wir nun umzusetzen? So, jetzt wird es ein bisschen mehr an Zeilen. Es wird eine Mischung sein aus Trend- und Bewegungshandel. Also ich habe mich runtergebrochen hier auf die Markttechnik. Das als Basis, glaube ich, auch wenn man nicht plant, einen markttechnischen Handelsansatz umzusetzen, ohne jetzt zu sehr in die Details von Markttechnik und dergleichen zu gehen, es ist sehr, sehr gut, sich mit der Markttechnik auf jeden Fall in groben Zügen mindestens auseinanderzusetzen, weil es nämlich eine Möglichkeit gibt, zu verstehen, welche Handelsansätze ich grundsätzlich für mich umsetzen kann und dann mir auch schon mal ausgehend von diesen relativ einfachen Herangehensweisen eben die Frage zu beantworten, bin ich das, funktioniere ich damit? Also, oder anders formuliert, bin ich in der Lage zum Beispiel mal Verlustphasen durchlaufen oder mal, ich nenne sie mal eine dröge Phase durchlaufen. Was meine ich mit einer drögen Phase? Nun, wenn ich mich an einem Trend wiederfinde, dann kommt es, ist nicht so wichtig. Trend, steigen hoch und steigen tiefs, ja? Und früher oder später wird es zwangsläufig in dieser Sequenz zu einem Rücksetzer kommen müssen. Denn Fakt ist einfach mal, damit eine solche Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs entsteht, muss ja nach dem steigenden Hoch auch ein steigendes Tief entstehen, welches daraus resultiert, dass eine Korrekturbewegung initiiert worden ist. Wenn ich in der Lage bin, so etwas auszusitzen, dann ist eventuell Trendhandel für mich ganz gut geeignet. Eventuell bin ich aber auch jemand, der so eher auf die, ich nenne sie mal Filetstückchen in so einem Trend, die sogenannten Progressionen abzielt. Das heißt, ich möchte gar nicht in dieser Korrektur positioniert sein, sondern ich möchte nur diese Arme, die so in diese Trendrichtung, die ursprüngliche laufen, positioniert sein. Dann ist der Progressionshandel eventuell etwas für mich. Regressionshandel möchte ich antizyklisch agieren. Ich zum Beispiel bin gar kein Antizykler. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen und es wäre überhaupt nicht authentisch, da irgendwelche Strategien zu formulieren, selbst wenn ich gefragt würde. Also ich könnte es nicht authentisch kommunizieren, weil ich einfach dafür überhaupt gar kein Gespür habe. Range-gebundener Handel, das sind Phasen, in denen der Markt ein Hoch und ein Tief ausgebildet hat und immer so pendelt, wie so am Gummiband gezogen, nach oben, nach unten entsprechend. Das heißt, aber diese 4 Bewegungen, Trendhandel, Progressionshandel, Regressionshandel und Range-gebundener Handel, lässt sich im Grunde genommen jeder Handelsansatz runterbrechen. Und das wird einem in der Markttechnik eben vermittelt. Deswegen darum verweisend, dass es sinnvoll sein kann, sich damit auseinanderzusetzen. Was wir machen, ist also jetzt eine Mischung aus Trend- und Bewegungshandel. Das heißt, wir wollen einerseits einen
Trend identifizieren, einen Vorteil. In diese Trendrichtung wollen wir uns positionieren. Aber wir wollen eben auch möglichst versuchen, uns diese Filetstückchen rauszuschneiden. Also das heißt, die Bewegung oder die Progression eben zu kapitalisieren, nicht diese Korrekturbewegungen. Und deswegen Mischung aus Trend und Bewegungshandel. Jetzt habe ich daraufhin schon mal hingewiesen, und da sieht man so ein bisschen tiefer liegendes Verständnis, Markttechnik ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die Länge der Progressionsarme ist abhängig von der Volatilität. Was meine ich damit? Naja, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mal den Euro-US-Dollar aktuell anschauen, der eine oder andere hat vielleicht einen Chart vor Augen. Das pendelt immer so und irgendwie bewegt sich das nicht stark. Mal sehen wir eine stärkere Bewegung, aber diese Bewegung, wie gesagt, die hält sich in Grenzen. Also wenn wir mal eine Bewegung von 100 Pips und mehr zu sehen bekommen im Euro-US-Dollar, dann haben wir schon einen riesen Trendtag, in Anführungsstrichen, für den jeweiligen Tag im aktuellen Umfeld. Das bedeutet aber auch, anders formuliert, dass also diese Länge der Bewegung in diesem Trend offensichtlich dann, also die Progressionsarme, von denen man da spricht, abhängig ist von der sogenannten Volatilität, also von der derzeitigen Schwankungsbreite, die wir im Markt haben. Ich habe jetzt hier noch geschrieben, Stichwort asiatischer, europäischer, US-amerikanischer Handel. Es gibt zum Beispiel Betrachtungen, denen wollen wir uns jetzt hier nicht widmen, aber da lässt sich zeigen, dass zum Beispiel Währungspaare, nachvollziehbar, Euro-US-Dollar zum Beispiel, während des asiatischen Handels eher rangegebunden sind und interessanterweise recht gut funktionieren für Retail-Trader. Retail-Trader, Privatanleger sind tendenziell sehr stark verlustavers. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass die eben ohne Stops arbeiten, eine Tendenz dazu haben, diese also weglassen. Im Range-gebundenen Handel ist das aber nicht so schlimm, weil diese Range, die bewegt sich ja Gummiband gezogen. Also das heißt, selbst wenn der Ausbruch in die eine oder andere Richtung erfolgt, dann ist es dennoch so, dass der Markt ja die Tendenz hat, wieder zurückzupendeln. Das heißt, das Auslassen eines Stops macht sich in diesem Moment noch nicht so dramatisch bemerkbar und crasht mein Konto. Und das wiederum bedeutet, etwas anders formuliert, in Bezug auf niedrig volatile Umfelde, die eher range-gebunden sind, dass Privatanleger in diesen verhältnismäßig gut performen. In trendstarken europäischen oder US-amerikanischen Handelsein oder unter diesen und anziehender Volatilität funktioniert das nicht mehr so gut. Denn wenn der Markt anfängt zu trenden und in eine Richtung wegläuft, nach oben oder nach unten und ich arbeite ohne Stop, dann ist bei dem entsprechenden Hebeleinsatz ist nur eine Frage der Zeit, wann das Konto wieder platt ist. So, und jetzt ist es so, wir machen ausgehend von dieser Überlegung eine Risikobestimmung in diesem Handelsansatz über einen volatilitätsbasierten Stop. Also nicht klassisch, dass wir sagen, steigen hoch, steigen tief, sondern ich setze unser letztes relative oder über das letzte relative, also relative tief unter oder über das letzte relative hoch, sondern wir arbeiten mit sogenannten volatilitätsbasierten Stops. Das bedeutet, also wir gucken uns die Schwankungsbreite an, bestimmt von bestimmten Parametern und setzen dann den Stop abhängig von diesen, nicht basierend von irgendwelchen charttechnischen Marken. Und zeitgleich arbeiten wir mit Gewinnmitnahme-Leveln, also Take-Profit-Leveln, im Verhältnis von 3 zu 1. So. Und welche Zeitebene traden wir? Ich hatte es schon gesagt, das machen wir auf Stundenbasis. Und man sieht es auch schon hier, die Vorteilsidentifikation, da kommt gleich noch etwas, das nennt man Sentiment. Das ist die Positionierung der Privatanleger. Ja, also jemand wie Herr Görsch zum Beispiel. So, das ist jetzt mal grafisch aufbereitet, wie diese Idee funktioniert. Also was wir machen, wir arbeiten mit gleitenden Durchschnitten, relativ einfach, die sehr gut funktionieren unter Trendbedingungen. Also das bedeutet, wenn in dem Moment zum Beispiel die blaufarbene Linie über die rotfarbene Linie kreuzt und der Markt dann stark trendet, dann funktioniert dieser Ansatz verhältnismäßig gut, also das heißt in Richtung dieses Kreuzens läuft. Ne? Das Handelssignal wird generiert da unten bei dem ersten roten, nicht dem roten, sondern dem gelbfarbenen Kreis. Während hier der rotfarbene Strich, diese horizontale Linie, eben der Stop ist. Ja? So, wie wird der bestimmt? Den bestimme ich über die ATR, das ist die durchschnittliche Schwankungsbreite, das ist ein Standardindikator, den man in jedem MT4 findet. Und dann gucke ich mir an, wo ist diese ATR? Und dann setze ich da einen entsprechenden Faktor vor. Und den Faktor, den ziehe ich mir vom Terminmarkt, da kommen wir gleich drauf. Das heißt also, in dem Fall liegt der Stop bei 16 Pips, die wir ausgehend von der ATR machen, multipliziert mit 2, also bei 32 Pips. Heißt, wenn ich jetzt hier bei diesem Kreuzen dieser blaufarbenen über die rotfarbene Linie, bei dieser gelben Ellipse, wenn ich long gehe bei 1,1368, dann setze ich meinen Stop 32 Pips tiefer, also bei 1,1336, 32 Pips. Ja? Und wir erinnern uns dran, Verhältnis, Gewinnmitnahmeverhältnis von 3 zu 1, also muss ich meine 32 Pips mit 3 multiplizieren, die sind bei 96, Moment, oh, Verzeihung übrigens,
Nee, 36 sind 108, Verzeihung, nicht 32, 36. Genau, bei 108 Pips, also dann lege ich diese 108 Pips auf der Oberseite wieder drauf, auf die 1,13, lande bei 1,1476 und schwupps, habe ich eben mein Gewinnmitnahme-Level da oben bei der zweiten Ellipse. Fertig, das ist der Handelsansatz. Das hört sich jetzt, also das Problem ist, ich merke das gerade schon selber, es sind unglaublich viele Zahlen und es ist eventuell auch nicht wirklich nachvollziehbar an der einen oder anderen Stelle. Ist aber auch nicht wichtig. Worauf ich eigentlich viel mehr sensibilisieren möchte bei dieser Herangehensweise an diese Geschichte, es zeigt sich, dass ich offensichtlich einen genauen Plan haben muss und bestimmte Fragen für mich beantwortet haben muss. Was sind meine Ziele? Und ausgehend von diesen formuliere ich dann einen Handelsansatz, den ich folge, ganz konsequent. Okay? So, jetzt machen wir hier mal Backtest. Ich erspare an der Stelle übrigens jetzt den sogenannten EVZ zum Beispiel. Das ist der EVZ. Hat jemand schon mal was vom VIX gehört? Volatilitätsindex auf den S&P? Noch keiner was von gehört? Okay, Martin hat schon was von gehört. Noch kein anderer? Sollte man von gehört haben. Wir haben nämlich aktuell eine dermaßen aggressive Short-Positionierung in diesem VIX auf den S&P, dass es nur eine Frage ist, wann uns früher oder später mal wieder so richtig der Markt um die Ohren fliegt. Und wenn ich sage richtig, dann meine ich, erinnere man sich mal an Februar 2018. Man gucke sich mal an, was der Markt gemacht hat, im Dow Jones, im S&P und dergleichen. Der VIX hat zu einem damaligen Zeitpunkt eine damals Rekord-Short-Positionierung gehabt. Und dann kam ein kleiner Baustein, der gefallen ist, was auch immer der Trigger war. Wahrscheinlich hat Donald Trump irgendwie, weiß ich nicht, musste auf der Couch schlafen, weil Melania immer wieder, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Markt darauf dahingehend reagiert, dass die Volatilität angestiegen ist und dieser eine Dominostein ist umgefallen und der hat dazu geführt, dass etwas eingesetzt hat, was man Short Squeeze nennt oder Eindeckung von bestehenden Short-Positionen. Und plötzlich mussten Marktteilnehmer, die vorher aggressiv auf einen weiteren Verfall der Volatilität gesetzt haben, mussten diese Volatilität zurückkaufen. Und zeitgleich, und das ist ganz interessant, da gibt es etwas, das nennt man Risk-Parity-Ansatz. Das hat vielleicht, oder das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört im Zusammenhang mit dem Bridgewater All-Weather Fund. Der Bridgewater ist einer der größten Vermögensverwalter Hedgefonds der Welt. Ray Dalio hat vielleicht schon mal jemand von gehört. Und dieser Ansatz, Risk Parity, bedeutet, ich habe einerseits Long-Positionen, die algorithmisch umgesetzt werden in Aktien und zeitgleich Short-Positionen in Volatilität. Jetzt haben wir aber gerade gesagt, Volatilität wird zurückgekauft. Das bedeutet aber auch zeitgleich, Volatilität zurückkaufen bedeutet Aktien verkaufen. Und wenn das anfängt zu rutschen in einem sehr dünnen Marktumfeld, dann sehen wir plötzlich sowas wie einen Flash-Crash im zum Beispiel Februar 2018. Und wir haben aktuell im VIX, in diesem Volatilitätsindex auf den S&P, diese Niveaus von damals nochmal unterschritten, short-positionstechnisch. Also anders formuliert, der Markt pendelt früher oder später zurück. Und dann sollten wir besser mal die Unterhose festhalten, denn andernfalls wird es ziemlich unbequem. Der Markt wird früher oder später, und ich wette da, jetzt aktuell saisonal vielleicht nicht zwangsläufig, im derzeitigen Umfeld. Thanksgiving steht jetzt an, nächste Woche, dann kommt die Weihnachtszeit, das ist volatilitätstechnisch sehr niedrig, aber es wäre nicht überraschend, wenn Anfang des Jahres 2020, Januar, Februar, es mal wieder früher oder später richtig knallt. Und zwar richtig knallt. Gut, aber kommen wir zurück, vom VIX zurück auf den EVZ. Also der EVZ ist im Grunde genommen dieser Volatilitätsindex nur jetzt bezogen auf den Euro. Okay? Und diesen EVZ, den nutzen wir dann eben, um ausgehend von seinem Stand zu bewerten, wie dieser Faktor zustande kommt. Ich habe mir aber jetzt gerade eben diese Faktorisierung gespart, denn dann hätte ich nochmal eine Folie eingefügt und dann wären wir richtig bei Zahlen gelandet. Das ist albern, also das bringt hier nicht wirklich viel. Was definitiv was bringt, ist, diese Kapitalkurve zu thematisieren. Das ist zum Beispiel der sogenannte Fixed Lot Size, mit der ich das habe laufen lassen, diesen Sentimentansatz. Wo also zum Beispiel Privatanleger primär netto short sind, wir nur Long-Signale umsetzen oder Privatanleger netto long sind und wir nur Short-Signale umsetzen. Also gegen die breite Masse im Grunde genommen traden. Und was wir in diesem Zusammenhang eben jetzt erkennen können, ist Folgendes, nämlich, dass mit dieser Fixed Lot Size eine grundsätzlich doch sehr, sehr stabile Kapitalkurvenentwicklung sich hier zeichnen lässt. Also es bedeutet, wir haben nicht irgendwie angefangen zu pyramidisieren, nachdem wir jetzt sagen wir mal 20% vorne gelegen haben und gesagt haben, wir erhöhen jetzt unser Risiko, welches wir bei den Trades eingehen. Haben wir nicht getan. Wir haben einfach nur mit einer Fixed Lot Size getradet und haben diese doch durchaus imposante Kapitalkurve in einem Zeitintervall von, man sieht es hier, 18.03.2010 bis 5.06.2015 generiert. Und warum dieses Zeitintervall, warum habe ich das nicht weitergeführt? Das ist ein reales Backtest-Result von mir.
Also das ist ein Handelsansatz, den ich selber dann getradet habe bei einem Broker, die wiederum dazu geführt hat, dass eben mir ein Vermögensverwaltungsmandat angetragen wurde. Diese verhältnismäßig einfache Strategie habe ich automatisiert umgesetzt, dieses Backtest-Resultat erhalten, habe das dann entsprechend umgesetzt über einen entsprechenden Zeitraum von 1,5, 2 Jahren. Und das hat dazu geführt, dass eben der jeweilige welche vom Finanzdienstleister gesagt hat, der kann regelbasiert handeln. Also der weiß, was er tut, also möchte er nicht eventuell Vermögen verwalten. So kann dann das aufeinander aufbauen, nur mal also Grundidee. Und das Ergebnis, was Sie hier sehen, ist also ein real generiertes mit 314 Trades, einer Trefferquote von 41%. Das ist relativ mickrig, aber das Payoff-Ratio, das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust, das ist relativ imposant, denn es liegt bei 2,35:1. Das bedeutet etwas übersetzt. Für jeden durchschnittlich verlorenen Euro habe ich 2,35 Euro verdient mit dem Ansatz. Das nächste, was imposant ist, ist der maximale Drawdown, der nur bei 5,2% lag. Also das muss man jetzt auch dazu sagen, das ist für einen Ansatz mit einer Trefferquote von nur 41%. Und das gleiche gilt auch übrigens für die Serie von Verlierern hier unten von 7. Ist unglaublich gut. Oder ich formuliere es mal anders. Das war ein sehr günstiges Umfeld und das wird sich so langfristig nicht stabilisieren lassen. Das bedeutet, etwas anders formuliert, wenn ich hier mit einem Risiko, sagen wir mal, von 1% trade, dann ist das eventuell inadäquat hoch. Das heißt also, ich fange jetzt schon bereits an, die Bremse reinzuschmeißen und zu sagen, ich werde diesen Ansatz nicht ungefiltert und ohne Anpassung des Risiko-Money-Management-Algorithmus durchtraden, beziehungsweise es ist notwendig, dass ich entsprechend hier vielleicht auch mal schaue, was wäre denn gewesen, wenn mal eine längere Serie von Verlust-Trades aufgetreten wäre. Und ich habe hier in diesem Zusammenhang mal Folgendes gemacht. Das ist ein Simulator, ein Monte-Carlo-Simulator. Ich hatte darauf schon mal gewiesen, ich habe ein Buch geschrieben. Ja? Und zu diesem Buch hatte ich ursprünglich die Idee, dass ich gesagt habe, das ist zwar ganz toll, jetzt den Leuten vielleicht eine Idee zu geben, mal an die Hand, wie man eine eigene Handelsstrategie und dergleichen umsetzen, oder nicht nur umsetzen kann, sondern auch für sich formulieren kann. Nur ist das immer ein bisschen blöd, es ist halt nur ein Buch. Also nicht, dass Bücher toll werden, also ich finde Bücher großartig, aber Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich mit den Erkenntnissen, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch mal ein bisschen dröge sind, direkt mal arbeiten könnte, wäre das doch gar nicht so schlecht und würde die Leute vielleicht auch motivieren, dann tatsächlich dieses Wissen gleich in der Praxis anzuwenden. Und deswegen habe ich mir überlegt, programmiere doch einfach eine Website oder lasse eine programmieren mit einem solchen Monte-Carlo-Simulator, wo du dann einfach mal diese ganzen Parameter reinstecken kannst und die dir dann verschiedene Kapitalkurven ausspucken. Also zum Beispiel auch mal Phasen ausspucken, wo es eben nicht so gut lief. Und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach, ich habe hier die, wo haben wir sie? Trefferquote, da oben, die Trefferquote von 41,2% reingesteckt. Habe 20 verschiedene Kurven simulieren lassen, also 20 verschiedene Anordnung von Gewinn- und Verlust-Trades. Habe dann mein Payoff-Ratio da reingesteckt, welches nur 1,9:1 lag übrigens. Also ich habe schon angefangen von 2,35 das nach unten zu minimieren, um eben diese recht optimalen Marktbedingungen entsprechend anzupassen. Und habe dann hier zum Beispiel schon eine maximale Serie von Verlusten von 17 gehabt. Was nicht überraschend kommt, weil die Trefferquote ja auch nur 41% ist. Das bedeutet also etwas anders formuliert, früher oder später wird die im Backtest generierte Serie von nur 7 Verlust-Trades übertroffen werden. Das lässt sich überhaupt gar nicht vermeiden. Und ich werde mehr als doppelt so viele Verlust-Trades in Folge zum Beispiel generieren. Und das ist nur ein Simulationsdurchlauf. Also man kann hier sogar Serien provozieren, die über 20 liegen. Warum tue ich das? Naja, ich setze dem System Stress aus. Das ist mein Ziel. Ich möchte das System stressen. Und zwar bis zum Anschlag. Ich möchte wissen, was passiert eigentlich, wenn es mal nicht so günstig läuft. Und warum tue ich das? Damit ich weiß, was ich erwarten darf. Und dann sind wir wieder bei dieser Komponente. Da sind wir wieder bei dieser Komponente. Berufstätiges Trading. Wenn ich in meinem Beruf schon voll eingespannt bin, dann möchte ich natürlich mich nicht noch mit solchen Sachen auseinandersetzen müssen, wie zum Beispiel, ist diese Verlustserie etwas, was ich erwarten darf oder nicht? Und das bedeutet wiederum etwas anders formuliert. Ich habe jetzt schon einen Ansatz formuliert, der auf Stundenbasis umgesetzt wird und der automatisiert relativ einfach umgesetzt werden wird, durch zum Beispiel dieses Crossover-System mit den gleitenden Durchschnitten und wo ich nur die Volatilitätskomponente beeinflusse hinsichtlich des Risikos, welches ich eingehe. Ich habe ergänzend dazu zum Beispiel auch schon Simulationen durchlaufen lassen, die mir zeigen, das kann durchaus normal sein, 15, 20 Verlust-Trades in Folge hierbei zu generieren, was sich aber eindämpfen lässt über einen entsprechenden Positionsgrößenalgorithmus. Also das heißt, das Risiko, welches ich pro Trade eingehe. Oh, ja, das ist ja perfekt.
Das war sogar die letzte Folie. Ja, ich hoffe jetzt an der Stelle, es ist fast eine Punktlandung. Ich hoffe, dass ich habe ein bisschen einen Einblick generieren können, wie man so arbeiten kann mit automatisierten Algorithmen zum Beispiel, also automatisiertes Trading umsetzen kann, wie man das ergänzend zum Beruf umsetzen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man immer eine Stunde traden kann, das kann auch zum Beispiel auf 5-Minuten-Basis sein, aber Fakt ist, wenn ich berufstätig bin, wird es nicht anders funktionieren, als eine möglichste Vollautomatisierung zu generieren und nur ganz klitzekleine Möglichkeiten zu haben, zu intervenieren. Aber grundsätzlich ist der Hinweis erstmal jener, wenn ich einem klar formulierten Handelsplan folge, dann lässt sich der berufstätig umsetzen, aber wahrscheinlich nur über eine entsprechende Automatisierung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß auf der World of Trading.